Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Wiesim-Freunde, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt und einem neuen Projekt namens Project Highrise. Wie habe ich darauf gewartet? Ich habe es gepreordert, ich habe gewartet. Ich hätte vielleicht einfach mal beim Entwickler anfragen sollen. Ich habe gesehen, andere Kollegen von mir, die haben das schon als Preview-Version bekommen, ich leider nicht. Egal, ich habe es gekauft, 18 Euro oder was es gekostet hat. Auf Steam. Und ich habe schon mal angespielt. Alter, ist das Spiel geil. Sim Tower lässt grüßen. Es gibt Szenarien. Wo fange ich an? Ich fange an bei Beenden. Das beendet Spiel. Das wollen wir als letztes klicken. Einstellungen, da können wir einstellen. Ein paar Sprachen. Ganz wichtig, ihr müsst im Hauptmenü umstellen auf Deutsch. Sonst, ja, wird nichts. Ihr könnt euer gewünschtes Zahlenformat hier auswählen. Ihr könnt die Tipps zurücksetzen, Szenario-Medaillen zurücksetzen, automatisch speichern, anklicken, dass alle 5 Tage gespeichert wird. Also es ist nicht sonderlich, also es ist nicht ultra umfangreich, sagen wir es mal so. Ihr seht das hier. Die Leertastaturbelegung, Leertaste ist Pause. Und ja, die Jungs haben es gemacht. Suma Sim. Gebaut in Chicago. Ja, vielleicht hätte man das nicht alles übersetzen sollen. Passt. So. Es ist modtauglich. Es gibt da wohl auch ein Mod-Tutorial. Ich habe keine Ahnung von Modding. Und weiß auch nicht, ob ich da großartig einsteigen werde hier. Kein Plan. Es gibt ein Tutorial, das habe ich getrost ignoriert. Ich weiß nicht, wie gut, wie schlecht es ist. Lassen wir es einfach weg. Spielladen können wir machen. Ja, dann Szenarien. Wiederbelebung eines Stadtviertels und so weiter. Damit geht's los. Es gibt so ein paar Dinge. Da muss man dann gewisse Aufgaben erfüllen. Und dann kriegt man dafür Medaillen, wie toll man das gemacht hat. Bin ich nicht so der Fan von. Ich mag das hier. Ihr könnt hier euer Gebäude einfach benennen. Zum Beispiel in Fry Tower. Also wieder Trump Tower. Nur ich nenne meinen Fry Tower. So, dann gibt es 4 Schwierigkeitsgrade. Subunternehmer ist der einfachste und Bauunternehmer ist der schwierigste. Wir spielen auf vorgegeben Ingenieur. Und wobei, ich bin echt am Überlegen. Boah, das ist, also es ist wirklich hardcore. Ne, wir lassen es mal auf Ingenieur, aber bei der Karte bin ich am Überlegen, ob wir auf schmal, kurz und breit oder extra groß spielen sollen. Schmal ist geil, weil schmal ist, wie soll ich sagen, ihr könnt nicht so in die Breite bauen. Dafür könnt ihr höher in die Höhe bauen. Auf Standard könnt ihr irgendwie 39 Stockwerke hochbauen. Auf schmal könnt ihr 59 Stockwerke hochbauen. Ich bin am Überlegen. Also die schöneren Skyscraper gibt es eigentlich auf schmal, würde ich mal sagen. Ah, ich weiß es nicht. Aber wir lassen es mal auf Standard. Wird mit Sicherheit mehr als eine Staffel geben. Ich finde das Spiel bis jetzt echt dufte. So, zufälliger Ausgangszustand. Da gibt es irgendwie ein Seed. Ja. Ist wohl ein bisschen prozedural dann. Einfach per Nummer. So, ich drücke mal auf Start. Dann lädt er. Und dann geht es auch schon los. Und wir machen sofort Pause. Wir müssen sofort Pause machen. Ja, weil wir sonst ein Problem kriegen. Das alles verursacht ständig Kosten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon bei jemand anders gesehen habt, das Spiel, aber es ist sehr, sehr deep. Es ist wirklich sehr deep. Beispiel, ich klicke mal hier drauf. Da sehen wir Geldmittel zu Tagesbeginn. Die Mieteinnahmen, die Betriebskosten abgezogen. Einmalige Transaktionen, einmalige Einnahmen, einmalige Aufwendungen, Geldmittel aktuell. Hier unten könnt ihr die Mietpreise einstellen, wie viel Prozent was haben soll. Wir können hier einen Bericht erstellen. Da sehen wir genau, ja, die Mieten im Büros, Mietenkosten, anderes und so weiter. Und wir sehen genau, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht. Wir können Budgets überblicken, wir können Details zum Budget überblicken, wir können Mieterübersicht anzeigen lassen, wir können Miet
Liste anzeigen lassen. Wir können Infrastrukturauswertungen machen. Wir können Dienstleistungen angucken. Wie sind sie nachgefragt? Wir können die Energieversorgung angucken. Zum Beispiel Elektrizität haben wir derzeit im Gebäude. Und da sind 10 Anschlüsse verfügbar, also für 10 Haushalte oder 10 Büros oder 10 irgendwas, 10 halt, ja, 10 Einheiten, sind null angeschlossen, verursacht aber 250 Euro, also Dollar Kosten. Ein Verteilerschrank haben wir auch, der ist auch angeschlossen, der kostet 10 Dollar. Also 260 Dollar sind schon mal die Fixkosten für die Energieversorgung. Wir haben Belegschaft, ja gut, das, ich weiß nicht, ob das, ob Belegschaft die richtige Übersetzung ist. Weil jemand, der im Einzelhandel arbeitet, sich bei uns eingemietet hat, der hat zwar Belegschaft, nämlich 2 Mitarbeiter, aber die sind ja nicht meine. So, wir sehen hier Besucher. Also werden unsere Büros überhaupt besucht? Haben wir Kundschaft im Haus und so weiter und so fort? Hier wird die Kunst und Ästhetik bewertet. Dann haben wir hier einen Ansehensfaktor. Je nach Ansehen kriegen wir Mieter oder kriegen keine Mieter. Feedback-Belegschaft, da sieht man, was die Leute denken. Also hätten sie gerne ein Frühstück, hätten sie gerne einen Kaffee, hätten sie gerne, ja, was auch immer. So, jeden Tag um Mitternacht eine zusammenfassende Bericht anzeigen. Ja, lassen wir mal an. Hätte ich gern. So, hier drunter verbirgt sich die Bank und das ist nicht eine Bank. Guckt euch das mal an. Wir können hier von Rentenfonds uns Geld holen. Wir können uns von Kapitalbeteiligung Geld holen, wir können uns von Geschäftsbanken Geld holen, wir können uns von der Kreditkarte ein bisschen Geld holen oder von der Ortsbank. Dann haben wir hier Medienaufruhr. Sie besitzen null Tamtam, so heißt das, Medien-Tamtam. Ich weiß nicht, warum das Tamtam heißt, aber es ist irgendwie ein verrückter Name. Und du kannst hier Tamtams investieren in, ja, Werbebotschaften oder Aktionsangebote im Handel, Gastronomie, um Leute in den Laden zu locken, halt, um dein, ja, Gebäude ein bisschen zu pushen. Und hier kann man sich durch Berater und so weiter Freischaltungen zum Beispiel holen über Höhenbeschränkung. Ja, also 40 Etagen ist das Maximum. Setzen Sie sich im Rathaus für eine Erweiterung auf 80 Etagen ein, dann kannst du höher bauen und. Also, versteht ihr, was ich meine? Das ist umfangreich bis zum geht nicht mehr. Und ich zeige euch gerade mal, was wir bauen könnten. Das hier ist das Blueprint, also sprich, das hier ist unser Gebäude, also unser Grundstück, was uns zur Verfügung steht. Das hier ist momentan das Gebäude. Wir könnten 10 Stockwerke in die Tiefe bauen. Wir könnten derzeit 9,3 Stockwerke in die Höhe bauen. Das Verrückte ist, ich kann nicht weiter rauszoomen als so, wie es jetzt ist. Und du kriegst irgendwann nicht mehr alles mit, was in dem Haus abläuft. Und das macht das Ganze so obercool irgendwie. Also ich weiß halt auch nicht. Es ist schwierig und es ist totales Mikromanagement. Und mit totales Mikromanagement meine ich, es ist totales Mikromanagement. Ja. Ich gebe euch da mal... Ja, so eine kleine Vorschau. Hier. Die Bushaltestelle, U-Bahn-Station, was auch immer. Hier kommen die Leute rein. So viel steht schon mal fest. Hier drüben ist nichts, da kommt keiner rein. Wenn ich jetzt hier Geschäfte hinmache und hier hinten einen Aufzug, muss jeder, der ins Haus kommt, an den Geschäften vorbei. Die sind unheimlich stark belebt. Das freut dann zum Beispiel die Geschäftseigentümer. Wenn ich Geschäfte hier unten irgendwo hinbaue oder... ganz oben irgendwo hinbau. Da kommen natürlich weniger Leute vorbei, dann sind die Geschäftseigentümer ein bisschen angesäuert, der Laden läuft nicht so rund, so, da gibt es dann Mieter, die abspringen und so weiter. Also totales Mikromanagement. So, ich zeige euch noch was anderes. Jedes Feld hat Daten. Ja, ein Treppenhaus kostet uns 10 Dollar pro Tag. Das Konstruktionsbüro ist irgendwie Standard. Finde ich persönlich ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass das schon grundbestückt ist, weil ich würde es gerne selbst grundbestücken, aber gut, passt. Vielleicht liegt es auch an meinem Schwierigkeitsgrad.
Hier sehen wir die Produktion von Strom. Also hier kommt Strom rein an diesen Anschlusskasten. Und da können wir 10 Leute dran anschließen. Der ist so klein. Wir haben derzeit 0 Nachfrage. Wir haben also 0 Häuser angeschlossen. Hier oben ist ein Verteilerkasten. Dort haben wir Strom, Telefon und Kabel-TV-Leitungen drin. Es gibt auch noch Wasser und Gas. Die teilen sich auch in Anschlusskasten. Und da müssen wir aber erstmal eine Hausversorgung herstellen, bevor wir das ins Haus weiterleiten können. Ihr seht das hier. Hier unten ist die normale Leitung für zum Beispiel Fernseh. Und dann wird das von hier hoch auf diesen Kasten geliefert. Und von hier muss ich es auf die Etage verteilen mit Leitung ziehen. Ja, nur mal so als Beispiel. So, wir machen es erstmal wieder weg, weil verursacht Kosten. So, haben ein bisschen Geld ausgegeben, weil alles kostet Geld. Bauen und abreisen kostet Geld. Damit baut man Verteilerschränke. Damit baut man Anschlusskästen im Keller. Und die werden auch immer nur im Keller gebaut. Und deshalb können wir auch den Keller entsprechend erweitern, damit wir mehr Anschlusskästen und so weiter produzieren können. So, unser Ziel ist es, das Geld, was wir haben, in Gewinn zu verarbeiten, sage ich mal. Heißt mit anderen Worten, wir haben hier einen Machbarkeitsnachweis zu bringen. Also wir müssen mit unserem Gebäude irgendwie $1000 erwirtschaften und dann kriegen wir eine Prämie. Wir gucken gerade mal drauf. Der Auftrag lautet, erhalte sofort 500 und 500 nach Abschluss, also wir kriegen dann 1000. Uns bringt 10 Tamtam ein und tägliches Mietziel sind $1000, Miete gestern 0. Wir könnten noch weitere Aufträge dazu nehmen, wir können maximal aber 2 Aufträge annehmen. So, das Einfachste ist natürlich, wir fangen mit Büros an. Wobei, wir unterschreiben das, wir nehmen das mit. Ich glaube, ein Zeitlimit gibt es da nicht für den Auftrag. Und wir sehen, wir müssen hier 4 verschiedene, jeweils 4 Büros bauen. Also, das hat sich bei meinen Tests nicht allzu gut rausgestellt, wenn man das so macht. Ja gut, jetzt ist die große Frage, wie fangen wir an? Wir wollen nicht gleich pleite gehen. Ich würde sagen, wir fangen mal an, Büros zu bauen. Und wir nutzen mal, was wir kriegen können. Einfach, um so einen gewissen Grundstock zu haben, der uns einfach Geld bringt. So, das sind Büros, die müssen jetzt erstmal gebaut werden. Die wurden jetzt aber schnell gebaut. So, und jetzt können wir hier draufklicken und können gucken, welche Leute wollen denn bei uns einziehen. Jetzt müssen wir hier gucken, was wollen die denn alles? Die wollen einen Stromanschluss und einen Kopierservice. Wir haben aber gar keinen Kopierservice. Das ist doof, ne? So, das heißt, wir müssen jetzt auch noch einen Kopierservice anschaffen. Schwierig. So, was wollen die? Die zahlen mehr Miete, aber die wollen Kurierdienst und Kopierservice. Also die wollen 2 Sachen. Hier unten erfüllen wir nicht mal die Erwartungen. Okay, wir müssen wohl anfangen mit Versicherungsbüros. Nehmen wir natürlich erstmal die, die am besten bezahlen. Die, die $105 Miete zahlen. Eigentlich müssten wir die weiter vorne hin machen. Ja, also je weiter hinten und je weiter oben, umso schlechter müsste eigentlich der Mietpreis sein. Vom Eingang aus gesehen. Ja, komm, wir machen einfach die Jungs da rein. So, dann brauchen wir natürlich einen Stromanschluss. Wir verbinden alle Büros mit Strom, mehr wollen die ja nicht. Die 2 Hansel tigern jetzt los und richten den ganzen Kram ein. In der Zeit gucken wir schon mal, dass wir diesen Kopierservice ins Haus kriegen. Der kostet uns 300 und pro Tag $50. So, und den müssen wir hier irgendwo anschließen. Hey! So, jetzt können wir die Zeit mal ein bisschen hochdrehen, weil jetzt machen wir erstmal nichts mehr. Jetzt warten wir erstmal, bis hier die Leute einziehen, bis die Angestellten kommen.
Ja, und dann gucken wir mal in der Tagesabrechnung, ob wir Plus oder Miese machen. Erster Tag machen wir eben Miese, weil wir haben Gebäude gebaut oder Räume gebaut. So, da kommen die Jungs für den Kopierservice. Kommen runter und kopieren. Die gehen heim. So, hier haben wir schon die ersten, die schlecht gelaunt sind, wenn ich den anklicke. Hm. Er wird gern was zu Abend essen, aber wo? Ja, schade, dass es nichts zum Essen gibt. Das ist auch so ein Problem. Wir müssen das Haus auch versorgen mit der Zeit. Also sonst kündigen uns die Mitarbeiter, sonst werden die Mieten gekündigt, sonst haben wir hier massive Probleme. Aber irgendwo müssen wir ja mal anfangen. Wir können nicht gleich... Entschuldigung, meine Stimme. Wir können nicht gleich das perfekte Haus bauen. Wir müssen natürlich klein anfangen. Ja, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. So, wir sehen hier, wir haben mehr Ausgaben, weil wir haben Gebäude gebaut oder Räume gebaut und 500 Gesamteinnahmen erzielt. Macht aber nichts. Wir haben insgesamt 90 Dollar plus. Das ist doch schon mal ein guter Ansatz. So, wenn wir jetzt hier reingucken, sehen wir, wir haben noch 5 Stromanschlüsse frei. Das heißt, der Raum und die 4 Büros kosten jeweils einen Anschluss. So, da können wir nichts ändern. Hier können wir auch nichts ändern. Ob die Gewinn machen oder nicht, ist uns eigentlich wurscht. Wir vermieten das Büro und ja, die sind da selbstverantwortlich für. So, wir gucken mal rein hier ins System. Budgetübersicht. Sehen wir genau, was haben wir eingenommen, was haben wir ausgegeben. Aber was mich viel mehr interessiert, ist die Dienstleistung. Da sehen wir, der Kopierservice im Gebäude ist 1. Anrufe hatten so 4. Erfolgreich, also durchgeführt wurden Aufträge 4 Stück. Das heißt, der wird schon mal genutzt. Von den 4. Ich weiß nicht, was hier das Maximum ist. Es steht hier nämlich nicht dabei, was das Maximum ist. Nur, das ist ein Raum von uns. Das ist eine Serviceeinrichtung vom Gebäude. Wir kriegen dafür keine Miete, dass wir hier den Platz zur Verfügung stellen. Und wir kriegen auch kein Geld dafür. Wir müssen die Kosten für den Raum hierüber decken. So, wir müssen die Gesamtkosten über die 4 Büros decken. Und da sind wir mit 90 Dollar im Plus. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Wir sollten das Ganze aber ein bisschen weiter ausbauen, damit wir noch die Möglichkeit kriegen, hier auch irgendwann mal richtig Geld zu verdienen. Ja, jetzt habe ich natürlich einen Fehler gemacht. So, sind das 2? Also wir bauen jetzt hier unten erstmal das Stockwerk aus, weil je höher wir bauen, umso teurer wird natürlich auch so ein Flurteil. Ich zeige das gerade mal. Also hier kostet es 10 Dollar, hier 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Also es geht immer hoch und nach hier unten genauso. Das heißt, alles, was von der Nullebene abweicht, kostet extra Geld. Und deshalb wollen wir natürlich erstmal die untere Ebene komplett ausbauen, bevor wir irgendwas anderes machen. Also ich hoffe, man kann das nachvollziehen, was ich hier erkläre. Und das Ganze ist irgendwie so ein Sim-Tower-Verschnitt, würde ich mal sagen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, dieses Gebäude nicht nur zu bauen, sondern auch so zu verwalten, dass es eben Gewinn bringt, dass wir effektiv arbeiten. Dass wir hier die Möglichkeit haben... So, ja, dass wir die Möglichkeit haben, auch unsere Kosten zu decken. So, ich würde weiter gerne Versicherungsbüros bauen, weil für die haben wir die Infrastruktur vor Ort. Das Problem ist einfach nur, wir haben keine Leute mehr, die ein Büro mieten wollen. Wir haben jetzt ein leeres Büro. Also geben wir eine Anzeige auf, dass wir Mieter suchen. Die kostet 50 Dollar und dauert 2 Stunden, weil wir hier auf normal spielen. Weil es das erste Spiel ist. Ich habe das noch nicht lange gespielt und auch noch nicht angeguckt bei anderen. Weil ich wollte mich da nicht spoilern oder so. Jetzt, für mich ist das alles komplett neu. Ich habe mal kurz reingezockt. Über die 2. Stufe kam ich nicht rüber. So, wir haben natürlich das Wichtigste vergessen, den Stromanschluss. So, wir haben 3 neue potenzielle Mieter. Und wir nehmen natürlich den, der die meiste Kohle bezahlt.
Nach einem Tag lohnt sich. Das heißt, er muss länger da bleiben wie ein Tag. Wir haben jetzt 6 Büros schon vermietet. Oder 6 Büros in der Mache. Ja, eigentlich haben wir 6 vermietet. Das sollte jetzt unsere Einnahmen ein bisschen hochtreiben, weil an der Kostenstruktur hat sich bisher nichts geändert. Ja, wir haben jetzt 6 Büros angeschlossen, 6 Stück sind vermietet, 6 Stück bringen Miete. Aber die Kostenstruktur hat sich nicht verändert. Gut, abgesehen von den Baukosten, wir haben das Gebäude erweitert. So, die finden das alle ziemlich uncool, dass sie hier sind. Weil kein Mittagessen da ist, weil kein Frühstück möglich ist und so weiter. Ich will jetzt schon so ein bisschen überlegen, wie wir das Ganze jetzt hinkriegen. Das könnten wir ja eigentlich jetzt schon reinbringen. Wir haben ja genug Geld. Wir machen mal Ausbau extrem. Wir haben das Geld, weil wir auf einfach spielen. Deshalb machen wir einfach mal Ausbau extrem. Was macht denn diese blöde Übersicht da? Da sehe ich ja gar nicht, wo ich baue. So, da hinten haben wir noch eins vergessen. Das heißt, wir machen jetzt einen Großausbau. Das kostet jetzt ein bisschen Kohle. Auch Unterhaltskosten vermute ich mal. So, aber wir machen insgesamt $290 Tagesplus. Für das, was ich jetzt vorhab, da brauchen wir wahrscheinlich auch noch zusätzliche Hausanschlusskästen. So, wir setzen mal Restaurants in den Eingangsbereich. Ich würde sagen, wir nehmen 2 Restaurants, wo wir dann genau gucken müssen, welche machen was. So, jetzt sollten welche da sein. Blöderweise haben wir keine Cafés, wir haben nur Restaurants. Gucken wir mal. Also, die hier bieten an, Sandwichladen bietet Mittagessen an. Herzhaftes Essen zum Mitnehmen bietet Frühstück und Mittagessen an. Sandwichladen bietet Mittagessen an. Also, wir vermieten nur ein Restaurant. Also ich denke jetzt schon mal eins weiter. Wenn wir Cafés bekommen, dann bieten Cafés manchmal Frühstück mit an. Wenn wir jetzt den Laden nehmen, konkurrieren die, was das Frühstück angeht. Ich würde sagen, wir sorgen erstmal dafür, dass wir einen Laden haben, der Mittagessen anbietet. Weidstraßen-Hogi-Laden. AT-Hogi-Laden. Och, wir nehmen mal Weidstraßen-Hogi-Laden. So, jetzt ist das Ding hier natürlich noch umgesetzt. Ist ein bisschen blöd. Ich hoffe, die richten das schnell ein, unsere Arbeiter. Da rennt schon einer vor. Ist natürlich wichtiger, dass der Laden eingerichtet wird wie leere Flure. Und der braucht auch nur Stromanschluss, habe ich gesehen. Das ist das Gute daran. Es gibt nämlich Läden, die brauchen auch einen Wasseranschluss. Und da müsste man einen eigenen neuen Anschlusskasten legen. Das wäre vermutlich ein bisschen teuer. Nö, wir haben nicht zu wenig Transformatoren. Wir haben einfach nur keinen Anschluss gelegt. So. Das heißt, hier vorne gibt es jetzt dann demnächst auch Mittagessen. Da können sie schon mal nicht mehr beschweren, dass es mittags nichts zu essen gibt. Das ist ein Spiel, das ist genau nach meinem Geschmack. Das ist die richtige Mischung aus Mikromanagement und Casual Game. So, wir machen derzeit immer noch 290 plus. Also haben wir auch kein Problem damit, wenn da vorne der eine Laden derzeit noch leer steht.
Wir haben eh extrem Leerstand zurzeit noch. Das wird sich ziemlich schnell ändern. Bald. Wir müssen erstmal die Infrastruktur schaffen dafür. So, ja, wir haben hier, wie gesagt, Mittagessen anbieten. Gibt es hier auch irgendeinen, der nur Frühstück anbietet? Nö, dafür brauchen wir einen Kaffee. Wir kriegen aber derzeit keinen Kaffee, weil wir haben noch keinen Stern und wir brauchen 20 Belegschaft für einen Stern. Gut, dass wir das wissen. Dann können wir doch einfach noch ein paar Büros bauen. 1, 2. Kriegen wir die 2 noch unter? Gerade so. Brauchen wir natürlich auch noch Strom. Ich lege nochmal Strom nach da hinten. Ich mache gerne eine Etage komplett, tut die komplett die fertig. Wenn mir das finanziell möglich ist. So, was hätten sie denn gern? Stromanschluss und Kopierservice. Was hätten denn die Buchhalter gern? Kopierservice und Kurierdienst. Die Anwälte. Stromanschluss. Stromanschluss, Kurierdienst. Die hier unten, die wollen richtig viel. Stromanschluss, Telefonanschluss, Kurierdienst und Kopierservice. Das können wir zurzeit alles noch nicht so bieten. Die hier wollen nur Strom. Also das ist verrückt. Das ist irgendwie alles anders. Wie beim Testspiel. Gut, nichtsdestotrotz, wir nehmen die Zentral-Ink mit rein. Und den kriegen wir auch noch unter. Und dann sind wir voll, glaube ich. Da die zwei Läden müssen noch ausgestattet werden. Zur Arbeiterinnen schon hin. Da müssen wir elektrizitätsmäßig voll sein, wenn die Läden bestückt sind. Dann brauchen wir einen größeren oder einen zweiten Trafo. So, wir müssen nächsten Tag abwarten, dass wir die neuen Statistiken sehen. Und dass wir auch hier mal fertig werden, was den Ausbau angeht. So, jetzt sind die Handwerker mit allem fertig. Wie gesagt, 290 machen wir gerade plus. Abrechnung, wir haben natürlich höhere Gesamtausgaben. Wir haben ja gebaut, wie die Bekloppten. Jetzt machen wir schon 580 plus. Was ich nicht verstehe. Ah, jetzt ist es aktualisiert. Wir verbrauchen jetzt allen Strom, den wir anbieten können. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Einheiten, die wir vermietet, also die wir eingebaut haben. Das heißt, wollen wir weitere Büros? Brauchen wir noch einen neuen Hausanschlusskasten? Und ein neuer Hausanschlusskasten, der kostet wieder Geld. Und zwar Unterhaltskosten sind 250 Euro pro Tag. Also können wir uns eigentlich easy leisten. Weil wir haben ja 580 pro Tag plus. So, jetzt haben wir 20 von 10. Das heißt, wir können weiter Versicherungsbüros bauen. Ich muss da mal gucken, da hinten brauchen wir ein bisschen Platz. Aber wir müssen das eh alles umbauen, irgendwann. Also du fängst an zu bauen und irgendwann musst du alles umbauen. Nichts bleibt, wie es ist. So, wir suchen weiter Versicherungsbüros. Wir könnten allerdings auch... nee, können wir nicht. Weil die einen blöden Kopierservice wollen. Wir haben gerade keinen Kopierservice. So, Stromanschluss. Kopierservice haben wir, meine ich. Das ist das Einzige, was wir haben. So, wir packen hier einfach mal neue Mieter rein.
Unten kommen nur Versicherungsbüros rein. Aber die sind irgendwann alle weg. Ich habe da schon was im Kopf, was da unten eigentlich rein soll. Das ist auch der Grund, warum ich da hinten so viel Platz lasse. Das ist so ein bisschen strategisch. So. Adler Inc. kriegen wir auch unter. Brauchen nochmal schnell zwei Büros. Ich will alles mitnehmen, was Geld bringt. Aber ich sollte vielleicht mal gucken, was... Yay! Und da kriegen wir noch einen Bonus, weil wir den Auftrag erfüllt haben. Aber ich soll vielleicht auch mal gucken, was die von uns erwarten. Nicht, dass da irgendeiner Telefon will und wir machen da alles, nur kein Telefon. Das wäre ein bisschen dumm. Ja, das, ich hätte da gerne noch einen Kaffee drin. Der eine macht Mittagessen, der andere soll Frühstück einen Kaffee machen. Macht er denn genug Gewinn? Einnahmen gestern 48. Ja, der zahlt ja nur, der zahlt $100 Miete und nimmt nur $48 ein. Ich glaube, wir machen denen... Ich glaube, wir sehen das hier mehr als Service fürs Haus. Erstmal. Wir machen da mal extrem niedrige Miete, dass der Laden auch Gewinn macht. Weil wenn der Laden keinen Gewinn macht, dann zieht er auch aus. Und das ist ein Service, dass die Leute bei uns Mittag essen können. Ja, die Mieter sind bereit, höhere Mieten zu zahlen. Das ist schick. So, wir bauen mal schnell eine Treppe, dass wir sehen, wie viel Platz wir haben. Wir haben da hinten keinen Platz mehr. Das ist das Blöde da drin. So, ich will das Treppenhaus da hinten bauen. Ich bin auch am Überlegen, ob ich hier unten eine Treppe hinbauen soll und soll die Treppe hier wegmachen. Ne, wir machen es anders. Wir machen hier eine Treppe hin. Machen die Treppe hier weg. Warum mache ich das so? Alle, die von hier da hochgehen, laufen hier vorbei. Damit kriegt der unheimlich Traffic. Ja, wir mögen die stark frequentierten Bereiche hier. Wir freuen uns, Gewinn zu machen. Wir gewinnen Stammkunden. Oh, bisherige Einnahmen heute 70. Dann gehen wir mal auf 50. Wir sind ja hier keine Wohlfahrt. Jetzt haben wir nur ein Problem. Dadurch, dass wir das jetzt alles von der Mitte her aus bestückt haben. Hier haben wir 3 frei, hier haben wir 2 frei. 4 Stück bräuchten wir für ein Büro. Ich müsste jetzt alles abreißen und dann von neu Büros bauen. Das will ich natürlich nicht. Deshalb bauen wir jetzt in den zweiten Stock rein. Und ich mache den auch wirklich tutti completti. Direkt von links nach rechts. Ich glaube, wir können uns das leisten. Und ich bin auch am Überlegen, die Verteilerkästen umzubauen. Also die nicht hier in der Mitte zu haben, sondern die am Treppenhaus zu haben. Naja, müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze anlässt. Wir bauen noch ein paar Büros. Ich bin jetzt gerade am gucken, wie machen wir das am geschicktesten. Wir lassen 2 Luft. Wir lassen da 2 Luft, weil da haben wir eine Treppe und 2 Anschlüsse. 1, 2, 3, 4. Wie viel kriegen wir denn noch unter? 5. 5 kriegen wir noch unter. So. Damit kriegen wir nämlich dann jetzt
die Belegschaft voll. So, Buchhaltungsbüros, da haben wir jetzt schon zwei Interessenten, die erwarten allerdings noch einen Kurierdienst. Das ist blöd. Ich kann gerade keinen Kurierdienst gebrauchen. Der kostet nämlich wieder Geld und das Geld haben wir gerade nicht. Also suchen wir einfach mal weitere Versicherungsagenturen. Oh, ich finde das Spiel so Hammer. Wirklich, es macht mir Spaß wie schon lange nichts mehr. Vielleicht weil es neu ist, ich weiß es nicht. So, machen wir da 3 rein. Dann sind wir hier bei 18. Noch ein Mieter. Immer rein. Jedes Büro, was wir haben, bringt uns Kohle. Und dem da vorne Kundschaft. So, jetzt haben wir unseren Stern. Das ist sehr schick. Oh, Mist, 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 Mist. Ich habe das Wichtigste versäumt. Den Stromkasten für das Stockwerk. Und die Stromleitung. So, wir haben durch den ersten Stern jetzt die Möglichkeit. Nein, das ist falsch. Hier zu gucken, ob es Cafés gibt. So, bietet Kaffee und Mittagessen, wollen wir nicht. Kaffee und Mittagessen wollen wir nicht. Wir wollen kein Kaffee und Mittagessen, wir wollen Frühstück. Alter, was ist hier los? Es ist alles anders. Im Testspiel wollten die Frühstück und Kaffee anbieten. Jetzt wollen die alle hier Mittagessen und Kaffee anbieten. Ja, wenn ich Mittagessen mit anbiete, dann geht mir da vorne der Laden, der nur Mittagessen macht, der geht mir pleite. Dann würde ich... ja. Nee, es ist blöd. Es ist einfach blöd. Wenn ich alle ablehne, kann ich neue suchen. Für 125 machen wir auch. So, was wir auch schon mal machen können, weil das haben wir schon gesehen. Die wollen Wasser. Wir brauchen einen Hausanschluss für Wasser. Den mache ich mal auf die Seite. Muss ja nicht neben Strom sein. So, kriegen wir 10 Wasserkunden dran angeschlossen. Und... jetzt brauchen wir noch einen Hausanschluss, also einen Verteilerkasten, ein Stockwerk höher. Wo ich sagen würde, den passen wir auch schon an hier, ans System. Auch wenn wir dadurch teurere Kosten haben, logischerweise. Wenn wir das durchs ganze Haus ziehen, damit hier vorne Wasser liegt. So, ich bin mal gespannt, was wir an Cafés kriegen. Ich hätte gerne einen, der Frühstück anbietet. Frühstück und Kaffee. Und der hier macht Mittagessen. Das ist doch die faireste Regelung. Ich will nicht, dass sich da Läden Konkurrenz machen. Und den Stromverteilerkasten will ich auch noch dahinter. Können wir eigentlich umbauen? Fällt mir gerade mal so ein, indem ich den hier dahin baue und dann das hier nehme und das hier abreiße. Sollte eigentlich funktionieren. Strom liegt auf der ganzen Etage. Wasser liegt auf der ganzen Etage. Ja gut, im Treppenhaus brauchen wir kein Wasser. So, 2 potenzielle Mieter. Kaffee und Mittagessen. Ich werd bekloppt.
Okay, dann machen wir das so. Machen das hier auf 100%. Dann zahlen beide 100% und wer zuerst auszieht, der ist weg. So, gibt es hier neue potenzielle Versicherungsbüros? Irgendeinen, der mehr zahlt wie 110. Aber 110 ist schon ordentlich. Jetzt hoffe ich, dass er nur eine Stromeinheit verbraucht, sonst haben wir ein gewaltiges Problem. Oh, wir haben eben ein gewaltiges Problem. Wir haben beides ausgebaut. Ich glaube, wir kriegen einen Stromengpass. Wenn wir einen Stromengpass kriegen, kündigen wir vorne dem Imbissladen. Ja. Ich hab's mir gedacht. Den kicken wir. Wir brauchen nicht zwei Geschäfte, die Mittagessen machen. Und Kaffee ist mir wichtiger als der ohne Kaffee. Dann kommen wir hier wieder auf 20 und dann passt's. So, weil da rennen die nämlich jetzt auch alle hin und jetzt kriegen wir dadurch auch Tamtam, weil der Laden ist beliebt. Oh Gott, und ihr merkt's, wie mir das Spiel Spaß macht. Ihr merkt's, wie mir der Anfang mit dem Spiel schon Spaß macht und wie der Denkprozess mich fesselt. Ja. Am Anfang bin ich immer begeistert. Irgendwann kommt die Phase, da finde ich die ersten Bugs, Fehler, nervigen Dinge an dem Spiel vermutlich. Ich hoffe, ich werde hier so schnell nicht finden. Denn solange es mir so einen Spaß macht wie jetzt, feiere ich das Spiel. Und bin am Überlegen, wie wir das jetzt machen. Also das auch noch täglich kriegen wir nicht hin, weil dann platzt mir der Kanal auseinander. Ich bin am Überlegen. Ich bin echt am Überlegen. Ja, ich mache so wie immer. Es kommt, wann es kommt. Ja, ich habe hier keinen Upload-Plan. Alles kommt, wann es kommt. Formel 1 wird ja wahrscheinlich auch so sein, dass es nicht täglich kommen kann, weil ich muss hier irgendwann noch die Setups bauen und muss mich an die Strecke gewöhnen. Irgendwann muss ich die Trainings fahren, die ich nicht aufnehme und hochlade. Also von daher wird da ein bisschen Zeit flöten gehen oder Zeit frei werden, wo wir dann vielleicht auch hier Project Hi-Rise noch mit reinschieben können. So, ich bin raus. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht hier die erste Folge und ich hoffe, ihr bleibt weiter dabei. Und guckt euch an, wie wir hier den ultimativen Fry Tower bauen, weil das soll ein Monster-Bauwerk werden. Ich will den wirklich so groß bauen, wie geht. Und ich meine, wir spielen hier auf Standard und das sollte eigentlich drin sein, ne? Auf Standard. Wir sind ja nicht so ganz die Blöden. Sind Wirtschaftssimulationsexperten sozusagen, dann kriegen wir das auch hin. Wir machen immerhin schon $770 Tagesgewinn mit dem Laden, den wir jetzt hier haben. Und laufen super effektiv. Bin ich irgendwie stolz. So, ja. Ich bin raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Noch viel Spaß hier auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.